Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus TGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, ich würde sagen, das passt erstmal soweit hier. Das stellen wir da erstmal auf. Und dann können wir hier auf jeden Fall nochmal Knick reinmachen. Und ja, jetzt wollte ich noch was ausprobieren. Genau, ich wollte noch was ausprobieren. Ich wollte mal gucken, wenn ich hier einen konstanten Kombinator habe. So quasi und einen Strick. So und so. Das kann ich nicht anstricken. Aha. Interesting. Warum kann ich denn das nicht anstricken? Kann ich echt nicht anstricken, das Ding. Ach. Ein Ding. Das hatte ich so jetzt nicht erwartet. Na gut, okay, ich wollte was ausprobieren, aber geht so nicht. So, hier müssen wir auch einfach ein bisschen drehen an dem Ding und dann kann das hier oben aufgebaut werden und dann müssen wir hier bloß, wenn die was sind denn das hier? Fast Stapelgreifarme wandern, ne? Die hier drauf stehen. Sieht so aus, als wenn, ja. Die müsste ich dann mal schnell hier setzen. So, dann können wir den hier. Guck mal. Ich habe die E-Mail gelesen übrigens, die ankam, habe es aber noch nicht umgesetzt und habe es jetzt auch noch nicht reinkopiert in meinem System. Habe es mir auch noch nicht angeguckt. Nur kurz zur Erwähnung. So. Gut, das ist ein Anbieterbahnhof dann hier oben und dann wird das was. So, mal gucken, wie weit die da kommen und wie weit die da bauen können. Und dann gehen wir nach unten durch. Hier sehen wir doch hier noch ein paar unterirdische Rohre, aber ich denke mal, die Bauaufträge sind in Bergen. Hoffe ich zumindest. Wir brauchen noch Pumpen hier unten. Die habe ich gerade in der Hosentasche. Die kann ich jetzt mal schnell setzen hier. Nur damit keine Unklarheiten auftreten. So. Und Chunks habe ich noch 3 und da müsste ich Material besorgen. Für 3 Tanks, zumindest für mindestens 3 Tanks. Guti. Dann müssen wir hier unten mal gucken. Hier unten scheint jetzt der Bahnhof an sich fertig zu sein, ne? So, jetzt könnte man. Ah, ja, könnte man da machen, ne? Müsste man aber nicht. Kupferbarren. Hier macht er alle Kupferbarren. Lagern wir nicht über Kreuz aus und nix. Ist mir nicht erstmal egal. So. Und dann stellen wir hier ein, dass dann da Kupferbarren kommen sollen. Minus 20.000. So. Ich werde hier auch auf 20.000 stellen. Ich glaube, es steht auf 10.000 aktuell, ne? Hier auch auf. Wir sind auch 20.000. Na gut, dann stellen wir das mal auf 30.000 hier. Keine Ahnung, ob das irgendwann mal 19.000 Iron Ingots. Stellen wir es hier auch auf 30.000. So, wir haben mal 10.000 Iron Ingots geholt. So, und die werden nach Robert Schwitzer gebracht. Das ist natürlich ungünstig. Das ist Anlieferung. Warte mal. Anlieferung. Warte. So. Und das hier hinten ist dann halt Eisenanlieferung Bahn. Demzufolge. So. Eisenanlieferung. So. Das muss man nochmal gucken, wie man das richtig benennt, umbenennt oder übernennt. Da werden wir uns noch dran gewöhnen müssen. So, wir brauchen auf jeden Fall ein paar Inbar-Stücken und ein paar Eisenbarren habe ich noch in der Hosentasche. Die brauche ich ja wirklich nicht. In der Hosentasche. In der Hosentasche. Kann ich mal welche reintun. So.
Aber die Anlieferungsgeschwindigkeit langt erstmal aus. Also da müsste natürlich ein bisschen mehr immer die ganze Zeit kommen, aber gut, haben wir jetzt gerade nicht. Ich brauche ein bisschen Ingwer und ich brauche ein bisschen anderes Zeug. Und dann kann es losgehen und dann können wir vorne schon mal das Eisen auch alles sozusagen ja, weggeben. Warte mal, wie weit ist das jetzt hier? Mal kurz gucken. Da liegen jetzt 4,5K drin und begrenzen die, glaube ich, auf 30K, ne? Begrenzt? Oh, das weiß ich gar nicht. Muss ich nachher gleich mal gucken nochmal, wenn ich das nächste Mal da bin. War ich außerhalb des Funkgebietes hier. Clever auch. Gerade wo sie mir alle irgendwas liefern wollen. So. Dann müssen wir hier mal durch. Nochmal durch. Hydrogen geht hier lang. Okay. So, hier die liefern ja sowieso nichts mehr an. Ne? Den habe ich ja eigentlich theoretisch schon abgeklemmt. Sollte ja nichts mehr liefern können. Hier wird nichts mehr angeliefert. So, dann können wir jetzt hier vorne zu dieser ganzen Eisengeschichte sagen, Abriss und weg damit. Können wir jetzt nicht mehr gebrauchen. So, und jetzt müssen wir erstmal gucken, wie viel Eisenplatten hier oben noch drin liegen. Ist gar nicht so viel. Okay, das können wir dann erstmal noch eine Weile stehen lassen. Aufgerolltes das Kupfer haben wir noch jede Menge. Wird das nicht so oft geholt. Dingeling. Richtig viel von dem Zeug. Na gut. Dann müssen wir dann auch alles rüber transportieren, wo es hingehört. So, heißt also, Abrissbirne. Abrissbirne kann erstmal hier was machen, aber Abrissbirne kann gar nichts machen, weil hier ja das alles nicht im Netzwerk steht. Und das ist ja. Dann hat nämlich schon wieder. Erstmal bis dahin alles. Das kann weg. So. Dann müssen wir aber dafür sorgen, dass das auch weg kann. Und das können wir nur über einen. Wo ist er denn? Wo ist er da? Über so einen hier klären. Den schon mal hier an Ort und Stelle, da wo er hingehört, auch hinstellen. Müssen wir den noch ganz ein bisschen mit Strom versorgen. Das ist hier nicht ein paar Watt, aber braucht er. So, dann ist hier jetzt schon mal ein bisschen besser. So, dann gucken wir mal. Ob wir unten auch noch einen hinkriegen hier. Irgendwo da, wo er hingehört. Kriegen wir natürlich nicht hin, weil da ein Kohleförderband rumliegt. Das ist aber auch immer wieder gleich, ne? Immer steht was im Weg. So. So, da gehört er hin. Strömlinge kriegt er von da. Und das Kohle, upsala, das Kohleförderband legen wir erstmal außen rum. Dann legen wir es auf der anderen Seite raus. Och, jetzt habe ich die wieder abgerissen, den Kameraden. Legen wir hier rum. So. Gefettfingert. Mal ein bisschen wieder abreißen. Nicht so, dass ich von dem Scheiß hier mit mir noch in der Tasche habe. Kabel, so. Wieso muss ich das jetzt nochmal abreißen? Achso, warte. Da rumgeht. Na, so, und dann hier runter. Und dann ist das Ding. So, gut, 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 gut. Dann ist alle Tollinger. Gut. So, haben wir da noch einen. Dann kann das hier alles auch noch abgerissen werden. Dann können wir jetzt hier nochmal mit dem Abrissbauplan durchgehen. Und dann müssen wir jetzt hier aber ganz genau aufpassen und Bad abreißen. Damit wir nicht Kohleförderband abreißen. Das wollen wir ja eigentlich erstmal noch behalten eine Weile. Und so ein paar Rohre, die hier dazwischen stehen, können wir auch noch behalten. Die Hilben, die können wir auch wegmachen hier. So, haben wir noch irgendwas hier? Das kann auch weg. So. Mehr innovativ werden. Hier kann quasi alles weg. Hier kann quasi auch alles weg. Die Sandkiste, das wird gefährlich. So, das kann halt weg. Das kann halt weg. Die Sandkiste lassen wir erstmal stehen. Die müssen wir dann später gesondert entsorgen. So, das kann alles weg hier. Dann kann hier bis unten runter alles raus aus der Matrix. Und hier bis unten hoch nochmal.
Zack. Abriss ist geplant. So, wo kann der jetzt hin? Hier unten muss ich noch irgendwo einen hinsetzen. Da liegen wahrscheinlich Schienen im Weg. Was ist denn das hier? Da komme ich hier nicht raus. Da liegen wahrscheinlich Schienen im Weg, den ich gerade setzen kann. Ja, da liegen nicht nur Schienen, sondern auch noch Rohre im Weg. Das läuft ja schon wieder. So, muss denn hier? Da muss ab und zu noch einer hin. Ne? Nein, stellen wir da mal einen hin. Dann kriegst du ein bisschen Strom ab. Das müssen wir später dann hier mal reparieren, dass das alles ein bisschen so steht, wie man kann. Strom. Jetzt wird auch Strom kriegen. So. Gut. Liegen hier erstmal ein paar rum. Die dann hier erstmal dafür sorgen, dass hier die Bauroboter, die Abrissroboter ihre Arbeit machen können. Und das Eisen sozusagen raustransportieren können. Das hat weg alles. Wir müssen nachher sowieso noch die Kramkisten und sowas auch noch mal müssten, aber gut. So, jetzt sind wir aber schon mal hier. Jetzt können wir auch ein bisschen Inma mitnehmen, weil das brauchen wir ja für unseren den hier. So, ich nehme mal noch einen mit. So, weil von den Zwischendingern brauche ich ja noch ein paar. Dann gehen wir jetzt mal nach oben, holen ein paar Eisenplatten, machen noch ein paar Tanks. Aber schon mal schön, wenn hier der Abriss langsam sicher vorangeht. So, dann holen wir uns mal ein paar Platten. Und zwar holen wir uns hier Platten. Ne, da holen wir uns Platten. Du hast einen Platten. So, All Corners 2 geht mir Stahl aus. Das ist eine Sache. So, dann haben wir noch 13 Stück. Dann haben wir 12. Dann haben wir für eine Kiste haben wir dann nochmal. Okay, das passt. Also für einen so ein so das Karree nochmal einmal so aufbauen, hier nehmen. Oder da drunter oder hier drin. Für andere Materialien kriegen wir hin. Wir sollten uns vielleicht eventuell auf Aluminium konzentrieren, dass wir das hinkriegen. Weil das wird am meisten gefordert und gefördert und gemacht und gebraucht. Und wenn wir das dann endlich mal fertig haben, das Aluminium-Ding, das wäre schon ganz cool. Hier den ganzen Krempel, den könnte man eigentlich auch schon alles mal wegreißen. Dann könnte ich hier zumindest die Hälfte schon mal dafür nutzen, hier Aluminium drin zu machen. Und das ein bisschen auf gesunde Füße zu stellen. Und dann kann das kann auch weg. Dann kann hier noch was ich rein. Und wir müssen einmal Landgewinnung machen hier nochmal, dass wir dann ein bisschen Blei und ähnliches machen können. Ich denke mal, das sollte so passieren. Das muss hier auch unbedingt vergrößert werden. Ne? Aber das kriegen wir dann noch hin. Nach da müssen wir da ausbauen. Wir müssen dann wahrscheinlich die Dinger noch zweimal oder dreimal bauen. Damit wir dann genug von dem Zeug haben hier dafür. Naja. Zukunftsmusik. So, okay. Also wir machen uns jetzt erstmal die Tanks. Damit wir dann erstmal das Kupferwerk hinten in Angriff nehmen und beziehungsweise auch in Betrieb nehmen können. Und dann fangen wir an, das Aluminiumzeug zu machen, weil da gibt es so ein paar Sachen, die man da extra braucht, wo ich dann an der Seitenlinie sozusagen noch ein bisschen was machen muss. Also ich muss, ach warte mal, da muss ich erstmal auch ein Karree haben, wo ich Rohaluminium herstelle, ne? Also ich muss ja sowas erstmal bauen dafür, dass ich dann bis zu diesem Arbeitsschritt das Aluminium habe. Also, bis zum Barren quasi. Ah ja, da brauche ich ja schon das Erste. Das ist ja schon mal das Erste, was man braucht. Gott, ich muss wirklich Sand schmeißen. Aber ich muss das Ding nehmen. Weil dann werden hier oben die Kugeln weggeholt. Das ist erstmal kein Problem, ne? Das Aluminium, da können sich hier oben die bedienen. Da gibt es ja alles. Mache ich das hier hin? Oder mache ich hier oben nochmal Sand? Oh, Aluminium. Ui, 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 ui. Ich glaube, wir sind gleich dann doch nochmal am Sand werfen. Oder das mache ich heute Abend dann. Nee, heute Abend auch nicht. Kann ich nicht. Muss ich, das müsste ich dann am Sonntag während des Formel 1-Renns machen, dass ich da einfach bloß mal Sand reinschmeiße. Ich meine, ihr wart jetzt so bei 90, 95% aller Aktivitäten, die hier auf dieser Karte passiert sind, wart ihr garantiert dabei. Weiß ich nicht, ob ich jetzt so vielleicht dann mal dann auf so einer einen oder anderen Stelle vielleicht dann einfach mal abends mache. Sand reinwerfen, Würmer bekämpfen. Teil kann ich ja schon mal zeigen. Es geht ja eigentlich geht es ja auch mittlerweile recht fix, das da unten voll zu schmeißen. Ne? Ich weiß nicht, wie aktiv die, effektiv die Kampfroboter sind gegen die Einheiten, gegen die Würmer. Dann würde ich das ja auch mal einen Kampfroboter machen lassen wollen, so ein bisschen. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob da hier eine Begrenzung drin ist. Bis 30k. Okay, ist drin.
So, gut. Ihr baut hier. Das sieht schon mal gut aus. Und jetzt müssen wir hier nur noch die Rohrverbindung dazwischen stellen. Ich muss mal die Tanks da hinstellen. Ich müsste jetzt schon ein paar Tanks in der Tasche haben wieder. So, 1, 2, 3. So. Ja, wenn die Tanks hier volllaufen mit irgendwelchen Zeug, ne? Könnte man nicht so eine Lampe daneben stellen und sagen, okay, wenn Füllstand größer als so und so ist, dann haben wir hier noch Material oder sowas. Da kann man dann sicherlich auch unten den Transport abklemmen oder vielleicht auch eine Stromschaltung da machen, dass man dann bestimmte Bereiche dann einfach mit Strom trennt. Und sagt, okay, die haben dann keinen Strom mehr. Geht halt nichts mehr. So, hier werden aber auch wieder Iron Ingots verfahren und so. Also da geht schon was. Aber jetzt kommt auch so langsam, ich weiß gar nicht, wo sind wir mit dem Strom jetzt? Ja. Wir kommen so langsam in die Richtung hin, wo ich gesagt habe, dass wir bald uns sehr intensiv um Energie kümmern müssen. Ah, das wird auch noch schön. Aber es muss irgendwann gemacht werden. So, der ist verbunden, okay. Ist hier noch irgendwo einer auf der Seite? Ne, der ist auf der Seite, ne? Da ist der. So. Ich weiß nicht, ob ich das Wasser da drüben noch machen muss. Von der Seite, aber eigentlich müsste das Wasser, was von da kommt, eigentlich ausreichen für alle. Müsste eigentlich durchreichen. Und man könnte natürlich, ne? Wenn man will, hier könnte man das natürlich nochmal sozusagen dann auch da einbringen. Mehr unter das Rohr habe ich nicht, okay. Hier noch die Rapunzeln. Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter. So, dann gehe ich jetzt mal schnell noch ein paar unterirdische Förderbänder, brauche ich noch. Unterirdische Rohre. Wie schade, dass wir immer noch nicht genug haben hier. Wo kann ich denn da welche mopsen, die jetzt denn nachher noch gesetzt werden könnten? Hier im Bauplanmuster. Habe ich die Dinge, das habe ich schon, rausgeschmissen. Das hatte ich im Bauplanmuster. Mhm. Den Bahnhof habe ich im Bauplan. Das ist schon mal gut. Den Bahnhof habe ich im Bauplan. So, das haben wir im Bauplan. Okay. Brauche ich da drinnen nicht? Das ist das Ding. Okay. Das Ding brauche ich auch nicht mehr. Das kann weg. Das hier, wo ich mir kann, weg. Und das ist der Bruch hier mit den ganzen Balancern. Das kann noch oben hin. Das ist das. Und das ist das hier. Das kann auch erstmal in den Mülltunnel. Gut. Machen wir das erstmal. Okay. Wie sieht denn das aus jetzt hier mit meinem Logistikding? Wann ist es? Geliefert werden 50, lieferbar sind 140. Das ist krank. Also irgendwo sind jetzt hier so eine Lieferroboter-Drohnen sogar unterwegs schon zu mir. Ist die hier unten? Nee. Ah, die sind das. Die sind schon mal da. Doch, die da unten sind das sogar. Die fliegen jetzt dahin, um dann zu mir zu kommen. Und dann, da sind auch schon welche unterwegs, die wieder Strom haben wollen. Hier haben wir wieder das Problem, dass nicht genügend Strom auf der Strecke zur Verfügung steht. So, was ist hier los? Blinkst du da? Was ist da? Zu bauen ist da? Ach, hier ist so ein blöder Mast zu bauen. Naja, gut, die baut ihr jetzt gerade da ab. Die könnt ihr euch denn ja da einsortieren oder sein. Ach, shit, jetzt habe ich die großen Kisten hier noch drin. Das Eisen jetzt irgendwo, warte mal. Ach man. So. Die könnt ihr dann auch da stehen lassen. So, gut. Oder auch nicht. Ich brauche unterirdische Rohre und davon ganz gar nicht mal so wenig. Und dann kann ich hier die Produktion einstellen. Ist denn das Kupfer schon unten angekommen? Ja, das liegt schon mal hier voll da und das liegt auch überall da, ne? Es sitzen irgendwo über die Hütte, die laufen, wo nicht in die hört. Hier kommt fleißig Eisen an, sehr gut. So, sehr schön, sehr schön, sehr schön.
So darf es sein, so kann es bleiben. So, jetzt locken wir mal unseren Leuten da entgegen, beziehungsweise wir werden jetzt hier drüben. Da habe ich ja bloß die Bronzerohre dann hoch. Das ist aber auch knapp für mich. Habe ich ja die Bronzerohre drin, ne? Das ist ja nicht scheißegal, die sind genauso lang, ne? Weil die Produktion hier, die kann ja auch weg, theoretisch. Die kann ganz weg. Oh, das ist meine Silikonproduktion. Liegt hier oben noch? Oh, liegt noch drin. Okay. Das können wir auch weghielen schon. Okay. Dann würde ich jetzt sagen, reiße ich mir hier ein paar Rohre raus. Bin ich ja denn jetzt mal ganz... Ah, dafür brauchst du Nitrogen auch. Okay. Bronzerohre kann ich mir ja mal mitnehmen. Förderband. Ich glaube, ich muss ein Förderband rum von irgendeiner Preisaktion. Oder irgendwann habe ich da mal hingeschmissen. So, komm mal her hier. Das Nitrogen, das braucht man, glaube ich, zum Setzen der Setzlinge oder irgendein Scheiß. Was da mein Inventar gerade voll ist. Da erstmal 32 von den anderen Rohren. Die kann ich da erstmal dazwischen pappen. Wir haben ja die gleiche Länge. Müsste dann jetzt langsam auch ausreichen. Ins Wasser müsste auch ausreichen. Dreimal Wasser holen. Also 600 bräuchten die eigentlich hier bloß. Die kriegen hier 3600 von der Seite geliefert. 1200 brauchen beide. Müsste durchgehen. Damit wir das Kupferwesen in dieser Folge noch in Betrieb nehmen können. Und dann mache ich mir mal mittelschwer Gedanken, wie ich das umsetzen will mit dem. Mit dem anderen Zeug. Also mit dem. Aluminium jetzt. Weil so einfach geht das hier noch nicht. Das ist hier nicht gesprengt worden von denen, oder? Von unseren Robbys? Kann das sein? Kann das sein, oder ist das nicht so? So, okay, dann steht hier jetzt erstmal die Leitung nach oben auch. Das heißt, dann kann ich jetzt hier oben, sind dann oben schon die Bauarbeiten fertig mit dem vom Dings? Ja, das sieht gut aus. Irgendwas blinkt da oben noch, das müsste dann irgendein Kombinator oder sowas sein, ne? Den kann ich wahrscheinlich jetzt auch gerade nicht in der Hand herstellen. Die mathematischen Dinge hier, ne? Kombinator für Berechnung. Den anderen kann ich da schon mal hinstellen, das ist kein Problem. Den Kombinator für Berechnung, den habe ich natürlich jetzt auch nicht. Ach, Mist. Keiner lieferbar von. Ja gut, dann doch in der nächsten Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge, denn weil das schaffe ich jetzt nicht mehr noch so auf die Schnelle. Alles ran zu organisieren dafür. Oder was fehlt mir denn dazu? Kupferdraht fehlt mir dazu. Quadrat, den könnte ich mir fast liefern lassen, ne? Aber ja, gut, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis denn. Tschüss.